Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Tipp wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, das Viertelfinale der Frauen steht an. Ich kann nicht so viele Namen, tut mir leid, wenn ich dann ja vielleicht mal was verpeile. Nehmt mir nicht krumm, bleibt sportlich fair in den Kommentaren. Ansonsten geht's hier jetzt los mit Norwegen gegen England. Norwegen setzte sich zuletzt gegen Australien im Achtelfinale erst im Elfmeterschießen durch. England hingegen siegte souverän mit 3:0 und zog hochverdient hier ins Viertelfinale ein. Die favorisierten Engländerinnen hatten dann auch die bessere erste Hälfte. Kirby hier mal mit einer richtig guten Möglichkeit, trifft dann aber nur das Außennetz. Trotzdem weiterhin die Engländerin. Auch in der Anfangsphase deutlich besser und dann auch mit dem Treffer durch Ellen White in der 15. Spielminute. Hochverdient. Nach gerade einmal 15 Minuten war das schon wirklich überfällig. Norwegen tat sich nach vorne extrem schwer. Kam dann kurz vor der Pause endlich mal nach vorne und zu einem konstruktiven Angriff, weil England auch ein bisschen schläft in der Verteidigung. Dann ist auch der Schuss. Aber von Greenwood noch geblockt, so dass keine wirkliche Gefahr entstand. Mit diesem 0:1 ging es dann hochverdient in die Pause. England hätte schon durchaus höher führen können. Sie mussten sich ärgern, das nicht genutzt zu haben. Doch der zweite Durchgang zeigte dann wieder ein ähnliches Bild. Norwegen, wenn dann, über Konter gefährlich. Und zwar richtig gefährlich. Savic aber komplett überhastet. Hat natürlich Spielerinnen im Nacken, aber dennoch läuft sie da alleine auf den Kasten zu, verliert dann zu viel an Tempo und drischt den Ball dann in die Tribüne. Doch Norwegen kam jetzt und nochmal eine richtig dicke, fette Möglichkeit in der Schlussphase. 5 Minuten vor dem Ende, die Riesenchance zum Ausgleich, starke Parade, dann ist es etwas unglücklich im zweiten Abschluss, bringt am Ende England nach starken ersten 45 Minuten und wackeligen zweiten 45 Minuten ins Halbfinale. Norwegen hätte zum Schluss sicherlich noch den Treffer erzielen können. Die Gastgeber aus Frankreich zählen sicherlich mit zum Favoritenkreis, aber das sind die Kontrahenten der USA sowieso, die überragende Mannschaft vielleicht auf dem kompletten Globus. Frankreich aber mit der besseren Partie und auch unterstützt von vielen Fans in Paris im Parc des Princes. Dann gab es auch eine richtig starke Möglichkeit zu Beginn der Partie. Die USA brauchte ein bisschen hier, um reinzukommen. Hier fehlte wirklich nicht viel. Und Frankreich spielte weiterhin stark nach vorne. Die nächste Möglichkeit. Sehr guter Ball von Gauvin und dann muss richtig eingegriffen werden. Die Führung für die Franzosen eigentlich schon überfällig. Aber in dieser Szene sollte es noch nicht sein. Und kurz vor der Pause dann auch mal die USA über die rechte Seite. Das ist Morgan. Bekommt den Ball hier wieder. Gewinnt ihn und dann schlänzt sie ihn rein ins linke Eck. Die verdiente Führung sieht natürlich ganz anders aus, aber das ist den USA komplett egal. Sie führen hier nach 45 Minuten mit 1:0, weil sie etwas Glück und Alex Morgan haben, die überragende Spielerin der Amerikanerin. Im zweiten Durchgang dann etwas mehr Spielstärke nach vorne und Lindsay Horan konnte in der 50. Minute dann das 2:0 erzielen, kam mit breiter Brust raus, nachdem sie eben das glückliche 1:0 in die Pause brachten. Und Frankreich lief jetzt einem 2-Tore-Rückstand hinterher. Nicht unbedingt das Einfachste, was man sich vorstellen kann gegen eine Macht wie die USA. Es ist Le Sommer dann rübergelegt. Aber das war noch deutlich zu harmlos. Und die Zeit lief jetzt auch davon, keine 10 Minuten mehr zu spielen. Jetzt auch Renard immer wieder mit vorne. Hier ist sie mit der Flanke von der linken Seite. Le Sommer ans Aluminium. Der Ball sollte heute einfach nicht rein. Und das beschreibt und fasst diese Partie sehr gut zusammen. Die USA gewinnen, weil sie einfach effizienter im Abschluss waren und schmeißen damit den Gastgeber aus dem Turnier.
Die Niederlande setzte sich etwas glücklich durch im Endeffekt. Ein Elfmeter in der 90. Minute gegen Japan brachte sie ins Viertelfinale. Italien war deutlich souveräner beim 2:0 gegen China. Doch die Niederländerinnen gelobten Besserung und das zeigten sie hier von Beginn an und hatten in der ersten Halbzeit richtig gute Möglichkeiten. Giuliana im Tor, die Italienerin, hatte aber was dagegen und zeigte die ein oder andere gute Parade. Weiterhin aber Niederlande deutlich gefährlicher. Van de Sanden kurz vorm Pausenpfiff mit der Chance. Auch das war wirklich knapp. Den Ball trifft sie nicht optimal und dann fliegt er am rechten Pfosten vorbei. Von den Italienerinnen kaum etwas zu sehen. Das Blatt des Achtelfinals hatte sich hier etwas gewendet. Die Niederlande eben deutlich die stärkere Mannschaft. Dann dieser fehlerhafte Einwurf der Italienerin und es ging postwendend in die andere Richtung. Van de Sanden mit einem guten, überlegten Auge legt sie sich den Kopfball vor und drischt dann drauf. 55. Minute, 1:0 für Oranje. Da war dann gar nichts mehr zu halten und sie wollten gerne noch einen drauflegen, doch jetzt konnte Italien wieder Akzente nach vorne setzen. Über die linke Seite. Mauro. Und dieser Abschluss von Valentina Giacinti in der 86. Minute brachte die Hoffnung wieder zum Halbfinaleinzug. 90. Minute. Weite Bälle immer wieder ein gern gewähltes Mittel. Das Van de Sanden. Und Giuliana wieder mit einer starken Tat. Das zog sich so durch. Das war ein Duell, das immer wieder abgehalten wurde. Meistens war die italienische Schlussfrau die überlegenere. Es ging also in die Verlängerung. Noch einmal 30 Minuten Vollgas geben. Und Italien kam erstmal. Mauro auf der rechten Seite. Gutes Zusammenspiel. Die Flanke dann Van de Gracht. Fälscht das Ganze ab. Wird nicht wirklich gefährlich im Endeffekt. Aber es gab nochmal die ein oder andere Chance. Jetzt die Holländer nochmal über die linke Seite. Der Ball von Martens, überragend rübergelegt. Grönen hat viel zu viel Platz. Und das kostet die Italiener so einiges. Kurz vorm Seitenwechsel. Die Führung für eben die Niederlande. Nochmal 15 Minuten alles reinhauen für Italien. Es geschah aber kaum etwas. Sie kam nicht mehr zu Angriffen und die Niederlande machte das gut. Hielt jetzt den Ball vom eigenen Tor fern. Hatte noch eigene Abschlüsse. Das hier der letzte der Partie. Danach war Schluss. Italien verliert nach Verlängerung mit 1:2 gegen die Niederlande. Das geht über die 120 Minuten schon so in Ordnung. Doch es war ein wirklich ausgeglichenes Spiel, das im Endeffekt eben ja auf Messerschneide entschieden wurde. Die deutschen Frauen konnten durchaus souverän ins Viertelfinale einziehen. Ein 3:0 gegen Nigeria brachte sie hier in die Runde der besten 8. Schweden hingegen ein knappes 1:0 gegen Kanada, aber auch das war durchaus verdient. Doch etwas Glück hatten sie auch dabei. Hier hatte erstmal Deutschland Glück. Rubensson in der 27. Spielminute brachte eine langsame Partie, eine langweilige Partie fast, dann erstmals auf Hochtouren. Und dann kam nochmal die Schweden. Rubensson richtig auffällig. Gute Partie und dann der Treffer in der 38. Minute. Aslani mit dem 1:0. Hochverdient. Schuld kommt an diesen Ball nicht ran. Steht etwas zu weit vielleicht vor ihrem Tor. Streckt sich, aber erreicht den Ball auf keinen Fall. Nun musste die Elf von Martina Voss-Tecklenburg einiges machen, um nach vorne zu kommen. Ein Freistoß sollte es dann bringen. Der geht erst ans Aluminium, aber Julia Gwin gleicht aus, staubt ab. 56. Minute. Julia Gwin, die auch schon im ersten Gruppenspiel den Siegtreffer erzielte, steht hier an der richtigen Stelle. Und dieser Treffer wirkte sich auf das Selbstvertrauen auf aus der deutschen Frauen. Jetzt die Flanke von der Außenbahn und dann Lea Schüler nochmal mit dem Abschluss.
kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit, aber die schöne Ballabnahme verfehlt den Kasten um knapp 2-3 Meter. Dann ging es also in die Verlängerung. 120 Minuten wurden also angepeilt. Auch in Anbetracht des Halbfinals ist das natürlich hart und geht auf die Kondition. Erstmal musste man jetzt aber aufpassen, nicht rauszufliegen im Viertelfinale. Und Schuld streckt sich. Eine Riesenparade kurz vor dem Seitenwechsel der Verlängerung. Der folgte dann auf diese Szene, aber Schuld machte wirklich eine klasse Partie. Also die letzten 15 Minuten und es stand weiterhin 1-1. Es ist schon die 120. Minute. Nochmal Deutschland jetzt. Der Britz kurz vorm 16-Meter-Raum legt nochmal ab und dann der Schuss von Pop abgefälscht. Fischer ist dazwischen, schmeißt sich rein und verhindert, dass der Ball aufs Tor geht und vielleicht sogar einschlägt. Es ging also tatsächlich ins Nervenspiel. Elfmeterschießen. Wer hat die besseren Karten dabei? Es stand nach 4 Elfmetern auf beiden Seiten 2-2, aber Schüler konnte die Nerven bewahren und jetzt musste Schuld diesen Ball parieren. Und das tat sie nicht, doch sie wurde trotzdem belohnt für eine starke Partie. Der Ball geht über den Kasten hinweg und Deutschland zieht mit etwas Glück ins Halbfinale ein. Nur noch 4 Mannschaften dabei. Jetzt sind es wirklich nur noch 50-50 Spiele. Jo, das war's dann auch wieder mit der Prognose. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo natürlich freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video und tschüss.